Willkommen zurück zu einer neuen Session von Lies. Ich musste eine kurze Unterbrechung machen letztes Mal. Ist jetzt, glaube ich, was weiß ich, eine halbe Stunde später oder eine Dreiviertelstunde später. Welcome to Hotel Crab. Ach nee, stimmt. Wir wollten mal gucken, ob Antonia jetzt wirklich weg ist, weil eigentlich. Ach so. Ich vergesse es andauernd. Habe mich schon gewundert, warum es auch immer wieder so dunkel ist hier. Denn normalerweise müsste es doch dann auch ein Grab geben oder sowas. Oder ist sie einfach. Es ist interessant, dass sie jetzt erst gestorben ist und man die ganze Zeit aber nicht mehr die Chance hatte, irgendwie sie zu heilen. Mit dem Angriff auf das Hotel war die Option auf jeden Fall weg. Ich glaube, da ging es raus zur Rosa-Isabella-Straße, ne? Ist die Frage, gibt es irgendwo. Ich habe eine Idee, aber die will ich erst später ausprobieren. Wir gehen erstmal zur Rosa-Isabella-Straße. Wenn das hier war. Ja, okay, wir sind richtig. Ich weiß bloß nicht, wo der Typ angezeigt wurde. Ich muss mal kurz gucken. Hier beim Eingang, okay. Ich bin gespannt, ob die Puppen jetzt weg sind. Nee. Oh, was macht denn der hier vorne? Mal gucken, wo er letztendlich steht. Ich meine, der ist ja ziemlich groß. So leicht zu übersehen ist der eigentlich nicht, ne? Er wollte ja dahin, wo Musik spielt, also würde ich eigentlich hier weiter geradeaus vermuten. Guck mal noch kurz nach oben vor sich selber. Hier war, glaube ich, auch nie was, ne?
Da oben steht er. Scheiße, hier waren ja noch mehr. Mal gucken, was er zu sagen hat. Nice to see you again. I thought if I got a second chance, I'd go to where my heart's content. I never expected to get out alive. Oh, it's overwhelming, even now. Want to take a look at what I have? I grabbed a couple of things before taking off. It's a new life, a new attitude, and simple pleasures like ordinary conversation. Nice loot, yeah? If you need anything, just say the word. Okay, er handelt jetzt. I used to be a fan of the actress Patricia. Not the red actress Adelina, but her sister. Patricia had an angelic voice like her sister. If she'd become famous, they would have called her the White Goddess. But her career was cut short. She took poison and ruined her throat. I've only read others' memories, so I don't know the details, but the memories people had of her songs. You should have heard her voice in her prime. Something transcendent like that. Makes you feel alive. I survived. So I'm seeking out experiences like that. So, any more questions? Did I go sightseeing? You bet I did. It's the heart of Krat. The theater, the Ferris wheel, there's so much to see. Although, most of it has burned down now, I suppose. The most fascinating thing, I couldn't believe it. The writing on the back of a made puppet. I read memories, but still, any way you look at it, it's the made puppet's words. Probably designed like that. What kind of puppet would write that stuff? Still, it was weird. You should see it for yourself. Oh, 5000 Ergo dafür. Vielleicht sollten wir die hier auch kaufen, weil ich halt nicht weiß, was wir momentan drin haben. Das heißt, wir bräuchten 7000. Die Waffe würde ich mir eigentlich auch gern holen. Einfach so. 10000. 11000. Das lässt sich aber hier schlecht umsetzen gerade. Okay. Frag mich trotzdem, ob es irgendwo eventuell ein Grab für Antonia gibt. Achso, da wollte ich ja noch hingucken. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Wir können trotzdem hier vorsichtshalber mal hier lang gucken. Aber ich glaube noch nicht so wirklich dran.
So, dann gehen wir auch zu unserem Sparringspartner, zu unserem neuen. Um uns das Ergo zusammenzukloppen. Hallo, da bin ich schon wieder. Sollte ja relativ fix erledigt sein hier. Ach so! Wieso war ich das denn nicht mehr gemacht hier? So, noch einmal das Ganze und dann haben wir's. Ach, sieht man... Nee, oder? Von hier aus sieht man nicht gerade, oder? Doch. Und dann soll die Insel der Alchemisten so weit wegsehen? Nebel hier drin ist auch gar nicht mehr so schlimm, ne? Ich will mal aus Neugier wieder an den Anfang gucken. Ich glaube, sie steht noch da, oder?
Ah, ich denke mal nicht, dass sie jetzt irgendwie noch was Neues zu erzählen hat. Ah, ist sie doch nicht. Es ist bloß ein Felsen. Aber wir konnten jetzt echt lange laufen, ohne dass es Probleme gab. Unser Freund hier in der Lampe hat sich auch lange nicht mehr gemeldet. Ich glaube, das war hier tatsächlich das letzte Mal. Okay. So, ab zur Straße. Bum. Hier vorne war echt immer einer, ich konnte mich da nicht mehr dran erinnern. Guten Tag. Nice loot, yeah? If you need. Okay, erstmal das Ding hier. Störungskartusche. Scheinbar könnte ich den hier auch leer kaufen, ne? Ob die dann verschwinden, wenn sie nicht mehr haben? So, die Waffe ist die hier. Griff einer Kadaver-Kristallaxt. Macht aber... Oh, macht auch Säureschaden. Energie sparen. Verringert vorübergehend den Ausdauerverbrauch. Das ist ja gar nicht mehr verkehrt, ey. Klinge einer Kadaver-Kristallaxt. Eine experimentelle Axtklinge, die von den Alchemisten hergestellt wurde. Aus dem hinteren Behälter sickert ständig Körperflüssigkeit von Kadavern heraus. Die Alchemisten erreichten die brillante Wahrheit, die sie anstrebten. Doch ihre Errungenschaften kosteten manchmal menschliches Fleisch und Blut. Der Griff. Der Griff einer Axt, die von Alchemisten für ihre Experimente hergestellt wurde. Er ist mit einem zusätzlichen Gewicht ausgestattet, um die schwere Klinge besser kontrollieren zu können. Die Unmenschlichkeit der besessenen Forschung der Alchemisten löste eine interne Revolte aus. Einige von ihnen flohen aus der Organisation und beschlossen, der Welt die Wahrheit zu offenbaren. Und andere starben dafür. Theoretisch müsste man sich echt angucken, zum Beispiel unsere Waffe... Der Griff kostet 2,6.
Ich denke mal nicht, dass wir unbedingt vielleicht noch einen leichteren Griff dafür finden. Na gut, machen wir erstmal hier ein Päuschen. Spitze, bedanke mich. Bis denn.